Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba. Ja, es wurde sich gewünscht, dass ich doch mal was machen soll über ja, Ernährung, Futter. Und das mache ich doch direkt mal. Also wir haben es hier zu tun mit einem Hund. Ja, ja, ist natürlich ein Raubtier. Ja. Ich denke, das ist jedem soweit klar. Und was ja so in aller Munde ist bezüglich ja, Hunde füttern und sowas, ist ja Barfen. Und ich muss gestehen, also bevor ich einen Hund hatte, ich habe davon noch nie was gehört. Ich wusste auch gar nicht, wofür das steht, was das bedeutet. Und das soll jetzt auch kein wirklicher Exkurs übers Barfen werden. Aber ich denke, das sollte man zumindest wissen, wenn man sich ja, über Hunde, Nahrung und Füttern und so weiter unterhält. Ne? Simba, komm wieder zu mir. Komm wieder zu mir hier. Und also Barfen, das ist eine Abkürzung. Barf, das steht für biologische, artgerechte Rohkostfütterung. Ja, also falls das jetzt nicht ganz korrekt sein sollte, bitte ich zu entschuldigen. Aber so in der Art zumindest, dafür steht das Ganze. Und ja, also wenn man sich darüber unterhält, dann spricht man natürlich vorwiegend von rohem Fleisch. Ja? Also das ist natürlich das, was ein Raubtier in freier Wildbahn auch essen würde, Fleisch. Nur ist es aber so, dass das nicht ausreicht, nur rohes Fleisch zu füttern, sondern man muss da noch ein paar andere Sachen zufüttern, zum Beispiel Obst und Gemüse, damit der Hund auch alles bekommt, was er braucht. Ne? Weil so ein Raubtier, das frisst ja nicht nur Fleisch. Ne? Oder auch wenn so ein Raubtier ja, wild fängt und frisst, dann ist da ja vielleicht auch mal im Mageninhalt von dem jeweiligen Tier vielleicht auch ein bisschen Grünzeug. Ne? Ja, es tut mir leid, ich hätte das Video gerne draußen komplett gedreht, aber irgendwie war da heute wieder Autobahn, also keine ungestörte Minute im Prinzip. Ja, Simba geht gerade seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Eine ganz lustige Situation war noch, es waren echt viele Rentner unterwegs heute im Wald und da haben sich dann zwei getroffen, also zufällig begegnet sind die sich da, ja, beide mit Hund. Und ja, das eine war so eine Dame, ne, und das andere war halt ein Herr, und dann haben die sich unterhalten. Und dann setzte sich dann der Labrador von der Dame dann hin. Und die Dame dann zu dem Hund: Nee, nee, Oskar, nicht sitzen, der kommt sonst nicht mehr hoch. Und naja, dann ist er wieder aufgestanden und es ging dann weiter. Und dann ist sie, also dann hat die auch das Gespräch beendet, weil Oskar offensichtlich, wenn er sich erstmal abgelegt hat, dann ist halt Ende im Gelände. Ja, also ein betagter Labrador, aber war total süß, die zwei. Ja, also die haben auch zueinander gepasst. Also, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie ironisch oder böse oder sonst irgendwas. Also, waren wirklich ein goldiges Paar, die zwei. Ja, jedenfalls, also zurück zum Thema Ernährung waren wir ja stehen geblieben, Barfen. Und ich sagte ja schon, also nur Fleisch, das ist beim Barfen nicht der Fall, sondern man muss halt eben noch Grünzeug zufüttern, das sind 20%, also 80% Fleisch, 20% Grünzeug, und diese 20% Grünzeug, die muss man dann auch nochmal unterteilen in, ich glaube, ein Drittel Obst und zwei Drittel Gemüse. Jetzt nagelt mich da nicht fest, ne, auf diese genauen Zahlen. Ich will das Thema BAFEN halt auch nur mal anreißen, dass man es zumindest mal gehört hat. Simba wird übrigens nicht gebarft. Das ist jetzt das nächste, was ich erzählen will an der Stelle. Der bekommt Trockenfutter. Und was Simba genau alles bekommt, da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Szenenwechsel und dann zeige ich euch das. Sekunde. So, Simba ist schon ganz wuschig, weil hier auf dem Tisch habe ich mal hingestellt, was er also regulär zu fressen bekommt. Das ist also hier dieses besagte, ja, Trockenfutter. Jetzt kann man natürlich irgendwo ein Stück weit zu Recht fragen: Mensch, wir haben ja erkannt, Simba ist ein Raubtier und die fressen rohes Fleisch, und warum bekommt Simba jetzt von dir kein rohes Fleisch bzw. kein Barfen? Also zum einen hat das den Grund, dass mir das ja schon ein Stück weit zu kompliziert ist, ja, dass man halt gucken muss, dass der Hund auch wirklich alles bekommt, was er braucht. Das nächste ist, wenn man qualitativ hochwertiges Fleisch haben möchte, kostet das nun mal auch sein Geld. Wobei dieses Argument ist natürlich so ein bisschen fadenscheinig, das muss ich auch gestehen, weil hier drin
Ja, da ist ja auch Fleisch und da muss man dann irgendwo auf den Hersteller dieses Trockenfutters vertrauen, dass der vernünftige Qualität da kauft und akquiriert. Deswegen so ein bisschen in Anführungszeichen dieses Argument, ja. Und Argument ja, Nummer 3 wäre dann der Platz. Also Barfen ja, erfordert ja nun mal relativ große Mengen an rohem Fleisch und die müssen ja irgendwo gelagert werden, ja. Also mit anderen Worten, man bräuchte da ja, zumindest nochmal einen extra Gefrierschrank oder sowas, um recht große Mengen dann auch zu lagern. Jetzt will ich aber auch nicht so viel langweilen mit dem Trockenfutter, weil es gibt noch mehr, was ich zeigen möchte. Was ich dann nur noch eben zu sagen will, es schmeckt ihm, ja, das merkt man auch, weil er das auch als Leckerli akzeptiert beim Üben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Simba, hier. Ja. Dann freut er sich auch darüber, ja, und schmeckt ihm halt auch, ja. Wie gesagt, er akzeptiert es als Leckerli, es schmeckt ihm und die Alternative dazu wäre halt Nassfutter, ja. Also man kennt das in diesen Döschen oder Büchsen oder so. Allerdings schlingen das die Hunde so richtig in sich rein und kauen dann nicht mehr. Deswegen haben wir uns also hier für Trockenfutter entschieden. Dazu, ja, warum wir das machen. Mich würde auch mal interessieren, wie du das löst. Ja, also wie fütterst du deinen Hund? Hau's gerne in die Kommentare. Interessiert mich einfach mal, da mal so ein bisschen Überblick zu bekommen, was die Leute denn machen, ob wir es denn mit so vielen BAFAM zu tun haben oder nicht. Noch eine kurze Ergänzung zum Trockenfutter. Das gibt es auch für Welpen, ja. Das hat er nie bekommen. Er hat nie das Zeug für Welpen bekommen, weil, nee, 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 bleib mal schön auf der Decke. Simba, nein. Das hat er nie bekommen. Weil da sind mehr Proteine drin. Nein. Nein. Da sind also mehr Proteine drin. Davon wächst der Hund natürlich schneller. Und ja, das ist ja erstmal, hört sich ja toll an. Ah, der wächst schneller und ist für die Entwicklung total gut oder so. Das sehe ich aber total anders. Die schnelle Entwicklung, dieses schnelle Wachstum ist gar nicht gut für die Gelenke. Damit tut man dem Hund meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung nach, kein Gefallen mehr. Deswegen hat er von Anfang an das Trockenfutter für erwachsene Hunde bekommen und bekommt es auch also immer noch. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und jetzt kriegt er das natürlich auch. Jetzt hat er sich so schön hingelegt. Ja. Dann will ich mal eins weitergehen hier. Das ist jetzt so sein, ja, sein Leckerli-Eimer. Ja. Da haben wir hier relativ viele Hasenohren drin. Wir füttern auch gerne mal Schweineohren oder Rinderohren, je nachdem. Hier ist auch das Fell noch dran. Das ist ganz gut für den Darm von so einem Hund. Wir haben aber noch mehr. Also wir haben natürlich auch hier sowas. Das ist jetzt ein Fuß einer, oh Gott, ich glaube einer Ziege, ja. Ja. Wir kaufen da manchmal einfach was wir sehen, nehmen es dann mit und naja, dann weiß man gar nicht mehr so richtig, was was ist. Hier haben wir dann noch sowas hier, ja. Also das sind Füße von einem Huhn oder sowas, ja. Ja. Da sind natürlich noch mehr Sachen drin. Diverse Knochen und er kriegt auch Pansen und so ein Kram, ja. Aber halt natürlich auch mal hier fertige Kaustangen wie sowas hier. Das kriegt er auch, ja. Ist ganz gut. Da kann er schön sein. Beißtrieb dran ausleben. Die sind auch relativ robust. Und die gibt es dann mannigfaltigen Ausführungen, ja. Oder sowas hier. Oder sowas, ja. Jo, ansonsten ist jetzt hier, glaube ich, nichts Spektakuläres drin. Aber nicht abschalten, einen habe ich noch. Ach ja, hier sind auch noch mal so eine fertige Kaustange. Ne? Wie gesagt, das mag der ganz gerne. Aber ein Special habe ich noch gerade zur warmen Jahreszeit. Da gehen wir mal eben rüber an den Gefrierschrank. Moment. So, und da steht er auch schon bereit, Hundi. Ja, und wir gucken mal, was wir da Cooles haben. Ich habe nämlich einfach Gurken genommen. Gerade jetzt, wo es so warm ist, ja, Gurken genommen. Einfache, stinknormale Gurken und die in den Gefrierschrank gehauen. Und dann hat man da hier sowas. Ja, einfach stinknormales Gurkenstück. Das ist jetzt auch ja, ziemlich hart. Ja, also hart gefroren. Und die liebt er, gerade wenn es warm ist. Ja. Und ja, das geben wir ihm jetzt am besten auf seiner Decke hier auf seinem Platz. Wir gehen da mal hin. Simba, mal Decke. Decke. Fein. So, dann kann das hier futtern und ich erzähle dann noch eben was. Also, ich will nämlich noch eine Sache anmerken.
Ich bin mir nicht zu schade zuzugeben, dass Simba auch Reste bekommt. Ja, also der bekommt auch, ja, wenn wir gegrillt haben, dann bekommt er auch mal da die Würstchen, die dann übrig bleiben oder was auch immer da drauf liegt. Wichtig ist mir nur, Schwein bekommt er halt nur im gekochten bzw. gebratenen Zustand. Ja, da kann man sich auch nochmal belesen. Rohes Schweinefleisch ist wohl für den Hund, für den Hund nicht so doll. Und ja, deswegen kriegt er das also nur im gebratenen Zustand. Es gibt viele, die natürlich dann auch sagen, ja, Mensch, ja, ich finde natürlich toll, jetzt stehen halt alle seine Leckerlis parat. Ne? Ich habe hier ein bisschen Platz geschaffen und da alle Leckerlis drauf trapiert. Ja, gibt es natürlich welche, die sagen, Mensch, das ist ja gewürzt und so weiter. Das ist ja gar nicht so doll für einen Hund. Und da sage ich, ja, das stimmt. Allerdings bekommt er das natürlich nicht in Massen, sondern in Maßen. Ja? Die Dosis macht das Gift, sagt man ja auch. Und das stimmt auch. Wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, um mal so ein populäres Beispiel zu nehmen, was glaube ich jeder weiß, dass Schokolade ja giftig ist für Hunde. Ne? Also Hunde dürfen keine Schokolade bekommen, weil die giftig ist für die Tiere. Ja? Da muss man aber auch ein bisschen differenzieren. Ja, was war das denn jetzt? Hm? Da muss man ein bisschen differenzieren. Kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wie viel die davon fressen. Ja? Wenn Simba an einer Schokoladenvergiftung sterben sollte, dann müsste der Hund 5 Kilo Schokolade fressen. So viel haben wir gar nicht im Haus. Ja, also selbst wenn er die Süßigkeitenvorräte von mir, meiner Frau und meinem Sohn plündert und alle auffrisst, dann hat er wahrscheinlich mega fett Diarrhoe, ja, Durchfall, Dünnschiss, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Besuch beim Tierarzt wert, das Ganze. Also von daher, also auch diese Gewürze, die da drinnen sind im Fleisch oder in der Wurst oder was auch immer, die tun dem nichts. Ne? Also das sind ja so geringe Mengen, das schlägt ihm noch nicht mal auf den Magen. Ne? Das will ich damit sagen. Ja, ansonsten bekommt er auch noch Hörner, die er gerne frisst. Ja, ich versuche mal eben noch ein Video dazu einzublenden, wo ich jetzt gerade dann so ein bisschen drüber labere einfach. Und ja, damit ist es im Prinzip dann auch schon gewesen. Ne? Also Reste gibt es halt hin und wieder, wenn was anfällt. Also nicht jeden Tag. Ne? Wie gesagt, das in Maßen, nicht in Massen. Und sein Standardfutter, sein ganz normales, ist das Trockenfutter. Wir fahren damit gut. Er hat ein tolles Fell. Ja? Das ist auch mal so ein bisschen ein Indikator um die Gesundheit des Hundes. Er ist nicht zu fett. Ja? Also auf gar keinen Fall ist er zu fett. Ich würde sogar sagen, der könnte sogar noch ein bisschen zulegen, der Hund. Also wir dürfen ihn wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr verwöhnen. Ja, ansonsten wollte ich einfach mal zum Besten geben, was Simba so alles zu fressen bekommt. Und dann haut doch mal in die Kommentare rein, was kriegen denn eure Hunde so? Würde mich mal interessieren. Ah, nee, einen habe ich auch noch. Jetzt haben wir den ganzen Leckerli-Kram hier stehen. Dann kriegt der jetzt natürlich auch was. Moment, wir holen eben noch was Schönes. Was kriegt er denn? Was kriegt er denn? Was kriegt er denn? Ein Hasenohr, würde ich einfach mal sagen. Guck mal, dann kriegt er noch ein Hasenohr. Können wir eben noch gucken. Oh, da freut er sich schon. Ja. Ist es an Ort und Stelle oder auf der Couch? Macht er nämlich auch gerne. Legt er sich schön auf die Couch und krümelt dann da alles voll mit seinem Zeug. Das, was da liegt, da, das ist übrigens ein Stück Geweih. Ja. Ist auch ganz cool. Kann er seinem Beißtrieb so ein bisschen nachgehen. Und ja, ansonsten so großartig Spielzeug haben wir gar nicht hier rumfliegen, sondern da hat er eine Kiste und wir holen das für ihn raus. Also wir bestimmen, mit was er in dem Sinne dann spielt. Ja. Natürlich haben wir hier Kausachen noch mehr rumliegen. Ne? Also hier zum Beispiel da haben wir auch noch so ein Kaffeebaumholzstück, ja, auch zum Kauen. Also da hat er schon genug, aber jetzt hier so Spielekram, das haben wir alles ein bisschen separiert. Und wir bestimmen also den Zugriff darauf, hat so ein bisschen erzieherischen Hintergrund. Kann ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu machen, was überhaupt alles so ein Spielzeug hat. So, hat er es gefressen? Hast du alles gefuttert? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gehabt euch wohl und vielleicht sagt der Simba auch noch Tschüss. Simba, hey, schau mal. Simba, schau. Ciao. Tschüss.